Warte mal, da kann ich doch vorbeischlängeln. Oh, da ist ein Bus. Zack. Zack und vorbeigeschlängelt. Willkommen zu einem weiteren Motovlog. Ihr seht, die Sonne, die geht gerade auf. Nein, es ist kein Wochenende. Ich bin auf dem Weg zur Schule, zur Berufsschule. Die liegt nämlich in Reda-Wiedenbrück und da dachte ich mir, sonst fahre ich immer mit dem Auto. Heute soll richtig geiles Wetter werden. Da dachte ich mir, ja, ich lasse mich nicht lumpen. Ich fahre einfach mit dem Moped dahin, ne? Mit dem Moped bin ich wahrscheinlich auch viel schneller, weil ich einfach an den Ampeln vordränge und filter. Ja, spare ich Zeit, kann ich länger schlafen. Juhu, ist doch geil. Ach so, ich glaube, einige von euch haben es mitbekommen, die mir auf Instagram folgen, dass ich mit einem aus meiner Klasse, der hat gesagt so, yo, ich hatte am Wochenende was hochgeladen von bei Insta mit einem, ja, wenn er so und so viele Abonnenten macht, dann darf ich ihm die Haare abrasieren und so. Der hat gesagt, yo, haha, bei 500 darfst du mir die auf 9 mm rasieren. Weil er dachte so, yo, das schafft er nicht. Weil bei dem anderen, da waren sie irgendwie 200 in 3 Tagen dazu gekommen. Und ich musste das in, ich meine, 36 Stunden oder sowas, hat er mir gegeben, dass ich das schaffe. Ja, also, wir haben gestern das, also ja, jetzt der Vlog, der Zeitpunkt, wo der hochkommt, das müsst ihr berücksichtigen. Aber gestern haben wir das gestartet, um, ja, in der Frühstückspause in der Schule um 9 oder so. Ja, und zu diesem Zeitpunkt hat er irgendwie 650 Abonnenten auf Insta. Also, ich würde sagen, die 500 waren easy drin. Jetzt darf ich ihm die Haare abrasieren. Dazu kommt dann noch ein separates Video auf YouTube und ich habe euch seinen Instagram-Account trotzdem mal unten verlinkt, falls ihr da auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Ja, das war's eigentlich. Leute, wisst ihr eigentlich, was das Geilste ist, mit dem Bike zur Schule zu fahren? Auf dem Weg zur Schule sind immer so ab und zu so Tunnel, wisst ihr das? So geile Tunnel, wo man so erstmal so die ganzen Leute erstmal wach machen kann. So einmal so REM, einmal so einen Schrei von sich geben und dann die Leute so ein bisschen wach machen, weil die sind alle noch relativ verschlafen. Das darf ja nicht sein. Die erste rote Ampel und die kommen, wenn ich gerade da bin, wird die instant grün. Kann ich nicht vorbei filtern. Ist nicht drin. Ich habe ausnahmsweise mal Glück mit den Ampeln und die sind alle sofort grün. Das darf doch wohl nicht wahr sein. So, die nächste Gelegenheit. Hier kommt eine Ampel. Die Ampel ist rot. Jetzt wird sie gleich schon grün. Ja. Die Ampeln sind eigentlich immer rot und eine Schlange, wenn ich komme. Und jetzt ist man mit dem Motorrad ist keine Schlange mehr, wo man sich vorbeischlängeln kann. Miese Brise. Jawollo. Eine rote Ampel. Ihr wisst, was das bedeutet. Lasst uns vorbeischlängeln, meine Lieben. Lasst es tun. Nur noch auf Grün warten, ne? Jawohl, easy going. Also so ist man auf jeden Fall deutlich schneller bei der Schule, wenn man das macht. Das kann man sehen lassen, ja. Beim Fahrrad hätte ich jetzt auch keinen Bock irgendwie, die ganze Strecke zu fahren. Das wär mir ein bisschen zu kalt und zu weit. Ich fahre lieber Motorrad. Motorrad ist deutlich besser als Fahrrad. Und da muss man nicht so doof treten. Ihr merkt schon, ich bin eine faule Sau. Los, überholt den LKW. Juhu! So. Also LKWs muss man da mal ein bisschen schneller vorbeiziehen, weil sonst braucht man da ewig. Dann ist es, glaube ich, sicherer, wenn man da mit zu schneller Geschwindigkeit vorbeizieht, gerade kurz und dann runterbremst, als wenn man da so strich die Geschwindigkeit, die erlaubt ist, fährt beim Überholen. Deutlich gefährlicher dann. Oh, eine rote Ampel. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja.
Ach, so. Jetzt müssen wir nur noch auf grün warten. Also ich hoffe, der hat da nichts gegen gehabt, dass ich vorbeigefahren bin. Aber ich halte ja auch nichts auf. Von daher, ich fahre vor und dann fahre ich so, dass ich niemanden aufhalte. So muss das eigentlich sein im Straßenverkehr. Boah, ich habe den übelst weiten Weg zur Berufsschule. Ich fahre zur Berufsschule immer so 45 bis 60 Minuten. Hin plus Rückweg. Also fast eine Stunde fahre ich einen Weg. Das ist schon etwas krass. Mit dem Motorrad, wenn ich vorbeischlänge, kann ich so schaffen, 40 Minuten, so 40, 45 Minuten so konstant immer zu fahren. Das ist ganz praktisch. Und wie weit fahrt ihr bis zur Schule? Wie weit ist die Schule von euch weg? Also bei mir sind es so etwa 30 Kilometer, nee, mehr, 35 Kilometer ist die Schule weg. Das ist schon ein ordentliches Stückchen, vor allem, weil das die ganze Zeit nur geradeaus geht, so richtig langweilig. Alter, was für eine Schlange von Autos. Da wird doch einfach so ein bisschen was vorbeigezogen. So, ein paar Autos gut gemacht und jetzt wird gleich gechillt, weil es gleich Gütersloh Innerorts hier am Start ist. Da kommen die ganzen Ampeln und Stau und Menschen. Ich hasse Menschen. Außer euch, ihr seid toll. Also jeder, der mich abonniert hat, ist automatisch toll. Also wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, um toll zu werden, abonnieren. Oh, nein, hat er nicht gesagt. Oh mein Gott. So, jetzt kommt gleich der grüne Pfeil. Ja, da ist er. Und dann dürfen wir alle fahren. Aber der bringt uns nicht viel, weil die Ampel da hinten rot ist. Ja, ich fahre den Weg so oft. Ich kenne mich aus. Die wird nämlich jetzt sofort grün. Da hinten ist sie noch grün. Fahren noch die Leute. Wenn man an erster Stelle ist und Gas gibt, dann kann man das schaffen. Aber jetzt seht ihr orange. Und rot. Ja, das geht dann nicht, ne? Und da hier eine grüne Welle ist, bringt es auch nichts, wie ich gemerkt habe, wenn man hier, wenn, sag ich mal, wenn so wenig Verkehr ist wie jetzt, bringt es nichts vorbeizuschlängeln. Das bringt einem kein Stück weiter. Weil man sowieso, also wenn man hier losbeschleunigt, ist dann an der anderen Ampel noch rot. Wenn man so auf 60 hochbeschleunigt und 60 hält, dann kommt man komplett grüne Welle durch die ganze Stadt. So, jetzt seht ihr das nämlich. Die Ampel ist rot, wir sind so, ja, 70 sind wir jetzt gefahren. Ja, grün. Also perfekt. Wenn man hier so gediegen fährt, dann kommt man viel, viel weiter. So schneller als wie wir jetzt fahren, so mit 70, 75. Dann haben wir nur rote Ampeln. So fahren wir einmal durch und brauchen nicht anhalten. Ja, spritsparender und chilliger. Muss man nicht die ganze Zeit neu anfahren. So, die Ampel da hinten ist rot. Und 3, 2, 1. Die Ampel ist. Komm schon. Okay. Ja, gut. Hä, warum ist die denn aber jetzt nicht? Die müsste eigentlich grün sein. Ich darf nicht anhalten. Nein. Ey, was soll das? Die Ampel ist. Hä? Hier hat die grüne Welle erstmal nicht funktioniert. Die funktioniert eigentlich immer. Das ist jetzt aber blöd. Das ist jetzt aber peinlich in diesem Video. Das ist der Vorführeffekt. Uiuiuiui, eine rote Ampel. Kann ich noch vorbei. Ist sowieso nur ein LKW an erster Stelle. Zack. Zack. Der eine da ist noch über Rot gefahren, aber deutlich. Deutlich über Rot. Was hat man in der Fahrschule gelernt, wenn der Verkehr stockt an der Kreuzung, nicht auf die Kreuzung drauf fahren? Das hat der junge Knabe wohl nicht so richtig verstanden. Ja, da hinten wird die Ampel rot. Dann machen wir es doch ganz einfach. Vorbeigeschlängele ist gestartet. Der Seat Ibiza wird mir das wohl nicht übel nehmen, dass ich gerade mal so easy hier vorbeischlängel. Ah. Vorbeischlängel, vorbeischlängeln, das, obwohl das Clown kann man das ja nicht nennen, so als wäre das so ein Wort, was er erfunden hätte, aber Moji sagt ja auch immer vorbeischlängeln. Filterboy wollte ich nicht sagen, weil es von Kawakyu stammt. Und wie kann ich das Ganze nennen? Keine Ahnung.
Ja, habe ich wohl geschafft, ne? Da hinten kommt gleich einer von den Tunneln, von denen ich gesprochen habe. Ja, machen wir gleich mal ein bisschen Lärm, ne? Hier ist meine Maschine schon warm, jetzt kommt man da schon richtig so. Ja moin, ey, das war doch Lutscher mit seiner S1000R. Boah, Lutscher, was machst du denn hier in dieser frühen Stunde? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht! Also Lutscher, nächstes Mal sag Bescheid, wenn du in der Nähe bist, ne? Lutscher, das ist übrigens ein toller Typ, ein toller Motovlogger. Abonnieren. Der Lutscher. Ich nenne ihn einfach nur Lutschi oder Lutscher. Weil er ist so ein richtiger Lutscher. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich euch das mal unten in der Beschreibung, seinen Kanal. Der Knabe, den müsst ihr beglücken. Der ist einfach beglückbar. Oh, ein Tunnel. Aber hier gebe ich kein Gas, hier beschleunige ich. Oh. Aber wenn ich Visier zu habe, hört ihr das gar nicht so wirklich. Ja, mein Mikro nimmt nicht so viel von den Umgebungsgeräuschen auf. Warte mal, da kann ich doch vorbeischlängeln. Oh, da ist ein Bus. Zack. Zack. Und vorbeigeschlängelt. Ist doch gar kein Problem. Nee, ist das nicht. Ist jetzt auch mal grün oder? Jawohl. Boah, hier ist aber auch ein Verkehr, ne? Geht ja gar nicht klar. Das ist so ein Stau hier immer. Ne. Der Stau ist zu stark hier. Ist hier irgendwo eine Uhr, damit ich weiß, wie spät ich dran bin? Ich glaube nämlich nicht. Fahre ich links oder fahre ich geradeaus und dann links? Ne, ich fahre geradeaus und dann links, weil der LKW da links fährt. Komm, bleib grün, du Ampel, bleib grün, du dummer Spast. Jawohl. Ich glaube, es ist. Warte mal, hier sind noch so viele Parkplätze frei. Hey, ich bin voll früh. Was? Wie geht das? Warum bin ich so früh? So, wo chill ich mich denn hier mal hin? Jawohl. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Rückfahrt wird gleich auch noch aufgenommen. Tschüssi. So Leute, da bin ich wieder. Die Schule ist vorbei. Für euch war das ein kleiner Zeitsprung. Für mich waren das einige Stunden Qualen in der Schule. Ja, jetzt geht's weg nach Hause. Der wollte da gerade vorbei. Da mache ich doch gerne mal Platz für. So, ich bin Gütersloh angelangt. Es ging schnell, kleiner Zeitsprung. Ich habe nicht viel gelabert. Keine Ahnung, was hier so abgeht. Vielleicht passiert auch gar nichts. Man weiß es nicht. Okay, also in Gütersloh ist jetzt gerade nicht viel passiert. Kleiner Zeitsprung und so. Ich glaube, die Rückfahrt ist, wird dann noch nichts mehr passieren hier. Scheint nicht so spektakulär zu sein hier heute. Kann nichts, was sich für ein Video lohnen würde. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr so den Weg zur Schule oder so, ob ihr sowas mal öfters gerne sehen wollt, ob euch das interessiert oder ob das total öde ist und so. Ja, schreibt mir das mal in die Kommentare. Da würde ich sagen, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie gesagt. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Das unterstützt mich sehr. Mehr als ihr eigentlich glaubt wahrscheinlich. Das hilft sehr viel weiter. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Falls ihr möchtet. Instagram auch unten in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi! We'll be right back.